So. Sind halt nicht die Bösen, sondern nur teils böse. Halb böse. Half Evil. Das wäre voll der gute Name für irgendein Spiel oder so. Half Evil. Hm, naja. 1001 Nacht. Was haben wir denn noch? Don Quixote. Iliad, kenne ich nicht. Und die Odyssee. Heart of Darkness haben wir auch. Alter, sind ja nur die Klassiker hier. Ey. Leck mich fett. Ich alle nicht gelesen habe. Ich arbeite dran. Wurde ich Ödipus mal gelesen. Hat so die Hälfte verstanden, aber war trotzdem cool. Kann man den noch weiter kennen? Nee, irgendwie nicht, ne? Heart of Darkness kann man auch in Form eines Videospiels spielen, nämlich Spec Ops The Line. Rache! What are you getting called up for? It's just usual rotation, don't worry. Hey, when you get back, will you check on my dad? Deep. Seems, I don't know. Worse? Worse how? Well, he's complaining about a sharp pain in his wrists. He can barely hold a spoon. Maybe we can get him some more painkillers. Alaska. Ah, oh, okay. Nee, ich habe eine Trophäe schon gelesen, irgendwie finde 5 Münzen oder so und dachte mir so, hä? Ich habe gar keine Münzen gefunden. Das ist mit Abby die Aufgabe. Kann das sein, dass wir jetzt wirklich schon in der zweiten Hälfte des Spiels sind und dass es wirklich nur noch sie spielen? Hey. Also quasi so wie vorher mit... Ne, ihr wisst schon. Und dann am Ende, gut, am Ende kommt es vielleicht nochmal zusammen und dann spielen wir vielleicht nochmal kurz irgendwie Ellie oder so. Könnte das sein? Man weiß es nicht so genau, ne? Heard they moved you and Owen to Section 96? Yeah, it's nice. It's lots of young families. Getting you guys excited about the baby. Seeing all the kids running around, yeah, I'm getting ready. Die sehen aber nicht so gut aus. Warum sehen in Videospielen eigentlich Obst und Gemüse in so Dingern immer scheiße aus? Das ist wirklich faszinierend. Das sieht schon mal besser aus als in anderen Spielen, aber trotzdem nicht besonders gut. Das ist so ein Ding, was sich durch Videospiele zieht, wirklich. Zum Beispiel Fire Emblem, das neueste, was halt original Texturen einfach nur hat. Aber eine 2D-Textur von denen. Da denkst du, okay, wir kommen im Jahr 2019 war das ja noch, okay. Und dann die Switch. Switch kann ja bekanntlich gar nichts. Richtig Fliegen dran. Gutes Fleisch. Ja, richtig Buletten, Alter. Oh, jetzt ein schöner Burger. Schön doofe Burger. Schmeckt übrigens ganz gut. Mit Soja angebraten. Schmeckt immer gut. Rotation mit Danny. Danny. Yikes. Sucks for him. Oh, cool. Ja. Radieschen. Mais. Fleisch. Da kann ich keine Wertung zu abgeben. Darf ich ja nicht mehr. Das Zwiebeln? So und so, ne? Melone. Schön, dass ich alle Obst- und Gemüsesachen erkenne, ne? Manche habe ich erst bei Netto gelernt. Ich kann bis heute nicht den Unterschied zwischen, weiß ich nicht, Nektarinen und Pfirsich und was weiß ich. Also, Nektarinen und Pfirsich sehen anders aus. Aber, ja, sehen die wie alle gleich aus. Ich verwechsel die Male. Aber das mag ich auch alle nicht so gerne. Deswegen muss ich die auch eigentlich nicht kennen für mich in meinem Leben. Kann gut sein, dass wir jetzt in kürzeren Szenen spielen. Den Aufzug der dafür. Ja, genau. Das glaube ich halt auch. Lass uns doch mal daran denken, dass Jesse tot ist. Ja, stimmt. Ja, das war eh so ein No-Namer. Der war eben nur da, um irgendwie da zu sein und nicht um. Keine Ahnung. Spannend zu sein. Das ist das Problem. Ich dachte mir so, oh, naja, gut. Das sind bestimmt alles Hunde, die wir schon abgeknallt haben. You crazy dog. There's my favorite girl. The only one that'll put up with your shit. Don't be jealous. Hey, Al. You want to go to the trucks? Let's go to the trucks.
Oh. Hey, Vampir. Yeah, okay, since you asked so nicely. Good boy, fang! Ja, sogar ist realistisch gemacht, nämlich dass Hunde so dumm sind, den Ball zu finden. Aber er bringt ihn zurück, das ist unrealistisch. Alle Hunde, die, mit denen ich immer gespielt habe, sind dann wieder weggerannt. Boah, kann ich ihn da rüberwerfen? Nee. Ich werf den mal am Ende rüber, mal gucken, was passiert. Das ist bestimmt traurig, dann begeht der Selbstmord, der Hund oder so. Genau, diesen Hund haben wir gekillt, ja. Später spielen wir dann den Hund. Oder einen anderen Hund, der Rache übt an seinem gestorbenen Hundekollegen. Oh. Boah, fast gefangen. Ich werf den Typen gleich mal ab, mal gucken, was passiert. Fang! Sorry, buddy. My bad. Oh. Sorry. Jetzt muss ich den Doc aber auch petten. Oh. Depression kickt. Tut mir leid, Hund. Tut mir wirklich leid. Mann, jetzt fühle ich mich schlecht. Und er wartet einfach, bis der Ball zurückkommt, aber er kommt nicht zurück. Ah. Die Hachiko, der auf sein Gärchen gewartet hat, aber es kommt, aber er kommt einfach nicht. Yes, you did. You dirty dog. What's she doing in town? Kann auch Fußball spielen. It's gotta be a lonely job. She really likes it. Ask her about the cumulus clouds. Well, I guess you get to stay away from the combat. Yeah, hey, that's what you're into. I'd be happy staying put, I think. Just treating families. You'd miss fucking up scars. I don't think so. I'd go crazy. Ach ja, wir spielen jetzt quasi die Riku-Kampagne, ne? Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Bevor du es nämlich tust. Ich kam zuerst auf die Idee. Ruhe und Frieden. Hey, Pat. Hey. Ah, viele gestorben. Ha! Münzen! New Jersey, ach, die gucken wir nicht an. Die Karten sind spannender. 5 Stück davon, es gibt eine Trophäe. Hey, ich freue mich. Ich mag Trophäen. Pling muss es machen. Hey, Pat. Can I have my usual? You got it. Ich hatte es, glaube ich, noch nie, dass ich die auf einen Schlag ein Spiel so viel besser fand. Ja, mir gefällt es, aber jetzt tatsächlich auch immer deutlich besser. Es fing halt wirklich an, so ein bisschen eintönig zu werden in einer Kampagne, aber jetzt haben sie es verbessert. Sign us out. Was nichts daran ändert, dass sie die andere ein bisschen zu lang gemacht haben. Aber gucken wir mal, wie es hier läuft. Hier wird es irgendwann vielleicht auch wieder langweilig. Mal gucken. May your survival be long. May your death be swift. Ja, dann kommst du erst auf die Idee. Dann kann ihre Kampagne ja nicht so lang sein, wenn es nur 5 Münzen gibt. Naja, ab 5 Münzen gibt es eine Trophäe. Und es gibt eine für alle Münzen, was dann wahrscheinlich 193 sind. This thing's getting stuck again. Anybody got any grease? We are out. Okay. Grease. Oh. Down for some friendly competition? The loser cleans the apartment. High stakes. Könnte gut sein, dass es hier auch eine Trophäe gibt, wenn ich gewinne. You're on, Cabron. Cabron. Ist wie das Spiel bei Fahrenheit. Ich entdecke viele Fahrenheit-Parallelen. Headshots bringen wahrscheinlich mehr Punkte. Lass mich rein. Knapp, ey. Ah, jetzt habe ich einmal nur den Rand getroffen. Ja, hab ich trotzdem überholt. Nur Headshots. Nee, einmal daneben. I'm requesting that gun next time. Yeah, the gun's why I won. Oh, that reminds me. There is a huge pile of dirty dishes. You're cruel. Ooh, you can fold my laundry too. Ha! Scharfschütze. Schön.
Schießstand muss ich auch noch machen. Wo kann man den machen? Gute Frage. Naughty Dog, wie nennen wir diesen Mann jetzt noch? Temple 6? Money. Was? Sie ist wie Ellie. Tut aggressiv, ist aber voll nett sonst. echt. Nee, Ellie ist sowieso, habe ich auch schon vorhin gesagt. Die ist halt auch ein bisschen anders geworden als im ersten Teil. Wie gesagt, die ist alt geworden, Pubertät und so, ist alles vorbei. Die Unschuld, aber. Let's get to the base. More ammo if you two need it. Trotzdem. Nimmt die Situation ein bisschen zu ernst. Yeah. Trophäe, yeah. Trophäe. Trophäen sind doch toll. Wenn ich am Ende mehr als 20% habe, bin ich schon zufrieden. Bei Naughty Dog spielen, da ist das vollkommen ausreichend. Moin! Schrauberjunge. Money. Das ist Money, von dem du griffst. War eine Ammunition. Ja, aber es war in dem Reich, aber nicht in der Stadt. Ich weiß es nicht mehr, um ehrlich zu sein. Gracias. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch gameplay-technisch jetzt ein bisschen was besser machen. Oder besser haben, weil mit Ellie waren wir doch größtenteils allein unterwegs. Immer in Chicago. Sie war ja dann irgendwo Seattle. Not great. Hier sind ja irgendwie unterwegs und von daher vielleicht sind wir dann immer mal mehrfach unterwegs. Kein Munitionsmangel. I'm good. It's not a big deal. No, it's fine. I'm just gonna wear myself out. I've been picking up a few extra assignments. You and one. What do you mean? Nothing. Hey Manny, where are you headed? To. Truck S-24 headed to 2. May your survival be long. May your dead be swift. Swifty. Maybe we lost the hatchery. Yeah. Any plan on getting it back? Nah, Isaac says it's low priority. We're fishing up wild salmon right now. What did you mean about me and Owen? I haven't seen him in like 2 weeks. He keeps picking up open assignments. Has he talked to you? Did he say anything or? No, we're still not. I mean, I seen him in the mess hall, but we walk around each other. Jackson shook him. You know, I wouldn't read too much into it. Oh shit! Ambush! Hang on! Now stay low! Kill the wolves! They were waiting for us. Yeah. Action! What do you think we're doing? Jetzt ist die wieder doof. Das ist brutal. Get closer! Bring them down! Manny, get us out of this! I'm trying! Go! Get around! They just keep coming! Mikey Bay übernommen. Fucking scars. How far are we from the fog? Kommt dann wieder Neil Druckmann. We're too exposed. Let's get inside. Gameplay-Innovation. Kannte man bisher nur aus Anzahl 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 1. Uncharted. Auch eine schöne Spielerei. Mir sehr gut gefallen.
Let's make sure this place is secure. Wie gesagt, gibt's einen PS Vita-Emulator? Einen guten? Wenn ja, will ich mal diesen PS Vita-Teil von Uncharted spielen. Doch ein Handy-Game, ne? Das möchte ich nicht spielen. Hey, Abs. There's enough stuff here to make a pipe bomb. Copy that. Kopiere das. We should have taken our chances outside. Nee. Rezept Rohrbombe. Ah, okay. Deswegen habe ich die Trophäe noch nicht gekriegt, dass ich alle Sachen herstellen kann. Wollen wir eine bauen? Komm, wir bauen mal eine. Oh, direkt zwei. Schön. Nee, brauchen wir nicht. Gerade. Ja, und dicke Wumme. Der Ellie auch nie. Den Stock für alle Fälle nehmen wir auch mit. Vielleicht können wir auch, vielleicht gibt es auch Gameplay-Kram mit dem Hund. Das wäre cool eigentlich. Wenn man dann vielleicht auch Hunde steuern kann. Also nicht steuern, aber dass du vielleicht einen Befehl geben kannst. So, greif an. Würde das Gameplay auf jeden Fall ein bisschen auflockern. Ich sehe hier halt viel Potenzial, ne? Dass man halt guckt, okay, wenn man halt schon zwei unterschiedliche Charaktere spielen kann, dass man eben dafür sorgt, dass sich nicht beide Charaktere genau gleich spielen. Und das bei der Emulation halt. Beim Alien ist halt vielleicht, bei Ellie ist halt mehr das Überleben im Fokus, dass du mit wenig Munition durchkommst. Hier hast du vielleicht viel Munition, dafür hast du vielleicht auch mehr Gegner oder eben musst halt gucken, dass du deinen Hund und so immer klug einsetzt, damit das gut vonstatten geht. Weil bei ihr vielleicht die Gegner härter sind. Ne? So in der Art. Das ist, Dog's Life. Uncharted Unchained Key. Ach. Man das irgendwie so regelt, wisst ihr? Gucken wir mal, bisher habe ich ja viel Muni. Ich bezweifle, um ehrlich zu sein, dass es so ist. Dass ich den Hund wahrscheinlich nicht steuern kann. Also, steuern im Sinne von, ne? Ich will jetzt nicht explizit den Hund steuern. Aber ich will Befehle geben. Was denn ist das hier eigentlich? Ist das ein Türenladen oder so? Also, man nennt es auch Baumarkt. Ich glaube schon, ne? Mit den hohen Dingern und so. Ein Türgeschäft. Light him up. Look alive. Er macht perfekt ausgewichen. Ja, perfekt ausgewichen. We clear? Yeah. Ja. This is so much better. Wie tiefer sagen würde? Ja. What? Nothing. Ich dachte gerade, das wären so eine Waffen, wisst ihr, so eine, weiß ich gar nicht, wie die heißen. Halt auch Maschinengewehre. Ups. Entschuldigung. Wo soll ich hin? Das war ja, du weißt ja nicht, wohin muss. Das spielt wieder doof. Oh. Guys, look up there. See the light coming through? Could be a way out. I'll climb up there and check it out. Geil, der Stream ist wieder weg. Ach, Internet, was ist denn los mit dir? Länger als 3 Stunden oder 3,5 Stunden Stream hältst du wohl nicht aus, wa? Ist okay, ist okay. Da ist die Folgenlänge knapp wohl geht, 10 Minuten noch. Wenn es seine nicht da ist, dann machen wir eine Pause wieder kurz. Versuch lange rumzudümpeln, damit storytechnisch nichts passiert. Na, jetzt auch bei Twitch angekommen. Also gerade ist weggegangen das Internet, okay. Um nochmal Templars Nachrichten zu lesen, ich habe echt Angst um den Hund. Ich bin echt für die tierischen Gefährten. Und er findet es toll, diesen Teil des Spiels mit mir zu erleben. Ja, ist doch schön. Wenn du mich magst. Das Spiel vielleicht ein bisschen. Ja, bei tierischen Gefährten ist es echt immer gefährlich. Hunde und Katzen und also vor allem Hunde haben echt immer die Eigenschaft, du musst nichts machen und man mag sie. Ist halt wie in echt. Woran liegt das eigentlich?
Menschen muss man immer erstmal irgendwie sympathisch finden, weißt du? Gehst erstmal im Jahr für unvoreingenommen rein, ran und dann findest du Menschen entweder doof oder gut, je nachdem wie sich dir gegenüber verhält, was er macht. Aber Tiere findest du immer gut, eigentlich. Also es gibt vielleicht Ausnahmen, Leute, die Tiere nicht mögen, aber so generell, ne? Selbst wenn ein Hund dir eigentlich was Böses will, also, was heißt Böses will, wenn er gleich dich angreifen will oder so und, keine Ahnung, dich böse anbellt und anknurrt, du willst trotzdem, dass der Hund, dass dem Hund nichts passiert. Also ich will auch Menschen, denen ich nicht mag, nicht, dass denen was passiert, aber, versteht ihr? Ich glaube schon. Also gerade versteht sowieso niemand, weil ich nicht streame, aber ich hätte die Diskussion vielleicht anfangen sollen, wenn das Internet wieder da ist. Verbindung zum Chat. Versucht das gerade nur oder ist das Internet wieder da? Ich glaube, er versucht es nur. Okay. Mann, das ist echt doof mit dem Internet in letzter Zeit. Warum passiert das so häufig? Also eigentlich nicht. Es passiert irgendwie nur im Stream. Abgesehen davon passiert es total selten eigentlich zur Zeit. Ich bin froh, dass es zum Glück schon nicht in der Prüfung passiert ist. Habe ich auch ein bisschen Angst vor, dass dann irgendwas passiert und ich meine Prüfung nicht abgeben kann oder nicht gezählt wird und dann. Ah. How do I get up there? Ja, das frage ich mich auch. Ach, ich glaube, ich finde es gerade selber raus. Warte mal. Nee, irgendwie nicht. You can probably climb over right here. Here we go. Na, wie geht's dann weiter? Warte mal, die Axt will ich haben. Ne. Warte mal, ich kann mal eben kurz mein Handy. Krieg ja mal. Habe ich eine WhatsApp-Nachricht schon? Sehe ich schon? Nee, weil ist mit dem Internet verbunden. Deswegen kriege ich keine WhatsApp-Nachrichten, weil der Internet weg ist. Wenn ich es einmal wegmache, dann bleibt mir nicht geschrieben. Arschloch. Oder das Internet noch nicht da? Ne, das Internet ist noch nicht da. Also auch das mobile Netz nicht. Scheinbar. Nö. Oh, da steht willkommen im Chat. Oh, warte mal. Sieht gut aus. Ja! Ja, ich bin wieder da. Hallo Freunde, na? Wie war die Zeit ohne mich? Ups. Ach, Templer wird schon gleich von alleine kommen. Bin mir schon fast sicher, oder? Eigentlich ist mein Internet auf dem Handy nicht da. Glaube ich. Doch, okay. So. So muss ich lang. Ah. Drogen. Geilo. Schon gesehen. Ja, Internet hat irgendwie echt keinen Bock momentan. Wahrscheinlich, weil es einfach zu warm ist. Und mit der PlayStation, die ungefähr... Ja, ungefähr so einen Flugzeugstart gerade simuliert. Zum Glück hört man das nicht in der Aufnahme. Zum Glück habe ich Noise Gate drin. Und zum Beispiel permanent so im Hintergrund hören. Ein Hoch auf den technischen Fortschritt. Ein Hoch auf OBS. Ein Programm, was so unfassbar geil ist und so gut funktioniert und einfach kostenlos ist. Liebe es. So. Okay, da muss ich offensichtlich rüberklettern. Habe ich da? Ah, okay. Ja! Abi! Warum geht immer alles schief? Warum geht alles immer uncharted? Good boy! Here they come! Come on! Ich
Oh, warte mal. Ich glaube, mir geht's gut, doch. Und der Chat geht noch nicht. Ah, schon wieder das Problem. Oh nö. Can we say fuck this place? Yes. Fuck this place. We're getting out of here. Okay, gleich ist eh die letzte Folge. Ich glaube, ich werde jetzt nicht nochmal den Stream dann neu starten. Die letzten paar Nachrichten erscheinen dann leider nicht im Fenster, aber ich werde sie vorlesen, ich verspreche es. Ja, darf ich jetzt nochmal neu starten, habe ich dann nicht so Lust. Jetzt mitten im Stream würde ich es tun, aber ist gleich eh nur die vorletzte Folge ist gleich vorbei. Machen wir das so. Ausnahmsweise mal. Das ist doof, dass das dann nicht aktualisiert, dass ich immer dann OBS nochmal beenden muss. Gerade noch OBS gelobt und jetzt scheiße. Einzig doofe. Müssen wir mal irgendwie regeln, dass das wieder erkennt. Aber gut, das liegt nicht unbedingt an OBS, sondern einfach an dem Tool, an dem, wie heißt es denn? Browser-Ding, Input, was ich da hab. Ja. Ich habe auch gerade ein bisschen philosophiert, als du nicht da warst. Hab ich wieder vergessen, worüber eigentlich. Achso, doch, darüber, warum man eigentlich Hunde direkt mag und Menschen nicht. Oder Tiere allgemein. Wie ich sie nochmal anfangen. Das war eben nur ein kurzer Abstecher. Gestochen. Ich muss in das Loch da oben rein, ne? Ich will immer ins Loch. Wie geht denn das? Wo bin ich jetzt eben durchgefallen? War das irgendwo hier? Nee, irgendwie nicht, ne? Ach man, ich bin eigentlich wieder verwirrt. Ist doch doof. Vielleicht geht der Chat ja auch irgendwann wieder, ne? Wenn ich wirklich länger brauche und irgendwann kommen die plötzlich wieder. Man weiß es nicht so genau. Ach, hier bin ich gerade eingestürzt. Problem ist... wie komme ich jetzt wieder... hoch? Oder raus? Wie seid ihr überhaupt hingekommen? Wie seid ihr hier hingekommen? Ist doch alles dicht. Test, yo. Oh, tatsächlich! Geil. Okay, merke ich mir für die Zukunft. Muss ich nicht den Stream neu starten. Keine Ahnung, was ich tun soll. Hi. Ach so, kamt ihr von hier? Aus der Einbauküche. Oh, stimmt, ich bin gleich tot. So, ich dachte, da schwebt was. So, hey. Mal kurz hier überall umgucken. Hey guys, I think I found a way out. Hab ich auch schon gesehen, Kumpel. Ich habe mich ja noch umgeguckt. Weil ich gierig bin nach. Materialien. Und Drogen auch. Apropos, wir können gleich mal ein paar Drogen einschmeißen. Mal gucken. Mal gucken. Gucken wir mal, wie wir haben. Ja. Es fängt bei ihr echt nochmal von vorne an. Das ist echt ein bisschen ätzend. Ja, können die nur das nehmen, von daher. Wie bei Riku. Manny. You got it. Oh. Ich wollte gerade entspannt trinken. Ladies first. Another one that I wouldn't fit through here. Go ahead, Apps. You said ladies first. I like you, Apps. Was halt war. Wie halt.
Okay. Aber ich habe da ja nichts gegen. Also, Frauen können halt so aussehen. Also, meinetwegen tun. Good point. You know what? Trainieren gehen. This is good. You two needed a bonding moment. Ich verstehe jetzt selbst genau. Working already. Ein Sinn für Selbstironie. Ein Hauch von Tüll. Jetzt auch schon ein paar Minerale gefunden. Ich nenne es Minerale. Aber nicht genügend Minerale. Starcraft Root War, ne? Scheiße. Geht auch noch irgendwann an. Das wird ein Fest. Der Cheat Run einfach komplett. Freue mich drauf. Ja, entweder, also es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Ich sag von Anfang an, fuck it, ich cheate einfach komplett bei Starcraft Root War, um mich nicht weiter durch das Gameplay, was mir nicht so gefällt, zu quälen. Einfach nur, um die gute Story zu erfahren. Und cheate mich komplett durch. Oder ich versuch's zumindest und cheate nur dann, wenn ich wirklich merke, fuck, ich bin zu dumm dafür. Problem ist, ich habe echt keinen Bock auf Starcraft, so auf das Gameplay. Auf die Geschichte halt schon. Komplett, die ist voll geil, aber... Fob's dead ahead. No scars in sight. Well, they're out there. Yeah. Let's keep moving. God. Remember when we could pass through this area without getting jumped by scars? Da redet wieder jemand, ohne dass man ihn hört. Und ich war ein bisschen weiter weg. Aber das war vorhin war echt ein Bug, oder? Dass einfach seine Voice-Files nicht abgespielt wurden. Getting nostalgic about the truce? Easier days, huh? Too easy. We let our guard down, and they strung up an entire squad. That was in retaliation to us shooting those kids. Okay, but those kids attacked our guys. What would you do? I don't know, not riddle them with bullets? I'd rather save our people. Manny, they're kids. It's not their fault. Not our fault either. Those deaths are on them. Okay. Against us, but it is very bright out here. Keep checking those sight lines. Okay, kann aber wohl lang müssen. Finden wir in der nächsten Folge raus. Und in der letzten für heute.